Sebastian Kehl, gerade lief die Champions League Gruppenauslosung. Du hast sie gemeinsam mit Michael Zorc und mit Edin Terzic unter anderem, mit Markus Pilawa geschaut. Beşiktaş Istanbul, Ajax Amsterdam und Sporting Lissabon. Deine Meinung zur Gruppe? Ja, wir freuen uns auf drei Traditionsvereine. Sicherlich spannende Lose, auch interessante Lose. Trotzdem glaube ich, dass wir natürlich den Anspruch haben, in dieser Gruppe auch weiterzukommen. Das ist unser Ziel. Es wird womöglich auch emotional zugehen. Gerade gegen türkische Vereine haben wir natürlich hier auch eine große Fangemeinde hier in Dortmund. Wir freuen uns auch, dorthin zu reisen. Da gibt es ja auch ein paar Geschichten, die zu erzählen sind. Mit Ajax verbindet uns auch ein bisschen was, weil wir auch da immer mal wieder aufeinander getroffen sind. Und Sporting Lissabon ist, glaube ich, noch gar nicht so lange her, 2016, ein Aufeinandertreffen, beide Spiele positiv gestaltet. Und somit sehen wir der Gruppe sehr freudig entgegen, aber wir haben schon den Anspruch, weiterzukommen.